Willkommen bei die Spieletester. Ich bin jetzt wieder unterwegs im Kart. Immer noch in meinem Karrieremodus bei Project Cars 2. Ich habe die Force-Feedback-Einstellung von meinem Lenkrad etwas verändert, sodass ich ein bisschen mehr Informationen zum Thema Reifenhaftung kriegen müsste. Ich bin aktuell nicht davon überzeugt, dass ich heute schon bei den Karts viel mehr erreichen werde als gestern, aber wenn man nicht übt, kommt man nicht vorwärts. Und ich habe ja gesagt, wir machen das live, also das heißt, ihr fahrt mit, wenn ich fahre. Es gibt keine versteckten Kart-Sessions zwischendurch, sondern wenn ich Kart fahre, dann machen wir auch ein Video dazu. Also wünsche ich euch jetzt einfach mal viel Spaß dabei zuzuschauen, wie ich hier versuche, nicht von der Strecke abzukommen. Die Werte für die Einstellung von meinem Lenkrad, also die Force-Feedback-Infos, die schreibe ich in die Beschreibung rein, falls jemand Interesse daran hat. Und da bin ich euch übrigens super dankbar, wenn ihr Informationen für mich habt, was man hier vielleicht gerade beim Kart noch anpassen sollte, um das Fahrzeug etwas besser kontrollierbar zu halten, so wie jetzt gerade. Na gut, ich bin jetzt mal still, genießt die Runden und schaut schön zu, wie ich hinterher fahre. Lenkeinschläge von gar nicht bis brutal 90 Grad. Das ist krass. Komm, da durch die Schikane und ohne Curbs, mit Curbs. Gut. Die anderen sind leider schon viel weiter. Die sehe ich jetzt gerade auf dem Gegengraden. Da werde ich mich wohl schwer tun, ranzukommen. Ah, nicht schon wieder auf den Rasen, nicht an der Stelle. Das ist übrigens meine bevorzugte Strecke hier. Hier geht es genau an diesen Stellen, fliege ich wahnsinnig gerne ab. Da geht man mit zwei Rädern auf den weg vom Asphalt und schon fliegt die komplette Kiste ins Feld. So wie jetzt. Oh, Scheiße. Weiter, ich will nicht. Ach, da kommt der Erste, der mich überrunden will, schon hinter mir. Ah, doch nicht, ist der Letzte. Ich bin nur auf 9. Juhu, ich fahre auf 9, nicht auf 10. Schauen, ob ich das durchhalte. Wäre meine Verbesserung. Ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Ich freue mich ja schon über kleine Erfolge. Bin übrigens zwischendurch mal nochmal eine Runde mit dem GT3-Fahrzeug, mit dem AMG gefahren auf dem Nürburgring, um diese Force-Feedback-Einstellung zu testen. Und finde tatsächlich, dass das Auto damit ein bisschen mehr die Rückmeldung gibt, die ich haben möchte. Ja, und das war es mit meinem 9. Platz. Schaut es euch einfach mal an. Unabhängig davon muss ich jetzt hier, glaube ich, mich mal ein bisschen aufs Fahren konzentrieren. Denn den könnte ich noch kriegen, wenn ich nicht wieder wie ein kompletter Depp irgendwo ins Grün fahre. Na, jetzt ist er auch schon wieder out of range. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich habe mal das Gefühl, das Lenkrad hat in der Mitte, also in der Nullstellung, so ein bisschen Luft, immer so, wie es gerade Bock drauf hat. Mal ist da gar keine Luft und mal hat man das Gefühl, dass da kompletter Leerlauf herrscht. Ist das typisch für meinen Lenkrad hier? Ich habe das Logitech, das G29 am Start. Habt ihr vielleicht eine Alternative für mich, die besser wäre? Denn dann passiert sowas wie das hier nicht so schnell. Jetzt habe ich natürlich komplett mit Zitronen gehandelt. Jetzt fahre ich die Reifenrunde spazieren. Weg, das will ich mir von hinten
anschauen. Okay, da sind die Reifen. Können die anderen jetzt drüber fahren. Ja, das war wieder mal Totalversagen. Nichtsdestotrotz fahre ich jetzt einfach das nächste Rennen. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich möchte endlich mal vorne mitfahren. So. Einmal nächstes Rennen laden, bitte. Jetzt haben wir wieder Wartezeiten. Also, wie gesagt, ganz wichtig für mich, schreibt mir bitte Kommentare, auch wenn sie nur lustig sind, weil ihr euch köstlich über mich amüsiert. Egal. Ich habe Series unsuccessful. You did not successfully complete the series. Also ich habe diese Serie nicht erfolgreich abgeschlossen. Daher kann ich zurückgehen und das Ganze nochmal versuchen oder eine alternative Serie ausprobieren. Das heißt, ich mache jetzt hier mal Schluss. Und da ich, wie gesagt, es nicht einsehe, einfach so aufzugeben, werde ich noch eine Runde im Kart fahren. Gibt's gar nichts. Kart 1, Formula Rookie. Ich fahre nochmal Kart. Ich will's wissen. Ein weiteres Mal Kart fahren. Mal schauen, was passiert. Diesmal nehmen wir aber nicht die UK Championship, sondern jetzt mal die SMS. Da können wir auch ein anderes Fahrzeug aussuchen. Was nehmen wir denn da? Was passt denn wohl zu uns? Schwarz-Rot. Cool, schwarz ist cool. Da ist doch was. Team Xenon, Team Belflex. Wir nehmen mal Belflex und unterschreiben wieder mal einen Contract. Also wir haben das große Glück, dass es noch jemand nimmt. Und fahren jetzt mal in dieser Session in Dubai im Kartdrom. Vielleicht haben wir in Dubai mehr Glück. Also wie man ganz klar sieht, Project Cars sagt ganz klar, wenn du nicht erfolgreich bist, gibt es gar nichts. Du kannst nochmal von vorne anfangen oder eine andere Serie aussuchen. Ich möchte gerne auch bei den Karts vorwärts kommen. Und genau das werden wir jetzt hier probieren. So, es ist alles geladen. So, mal schauen, ob wir irgendwann eine Chance haben, vorwärts mit zu vorne mitzufahren. Eine unbekannte Strecke und los geht's. Oh, die Übersetzung ist aber so, dass hier gar nichts vorwärts geht. Ah, okay. Da bremsen sie beide. Aha, schön. Ich auch. Der Kollege hier im Vollgas. Oh. Das ist echt krass. Ich muss wieder auf die andere Ansicht gehen, da habe ich irgendwie ein bisschen das Gefühl, ich sitze im Kart. Schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwas reißen können. Okay, es ist ganz schön schnell, die Strecke, stelle ich gerade mal fest. Also da auch beim Bremsen, die Karre stellt sich sofort quer. Wenn man ein bisschen zu sehr auf der Bremse hängt. Wie gesagt, das Schlimme hier beim Kartfahren ist einfach die Reaktionszeit. Das heißt, das Auto, weil das Kart reagiert natürlich sensibel, was völlig in Ordnung ist im Grenzbereich, aber das stellt sich halt innerhalb von gefühlt in einer Nanosekunde quer, dass man eigentlich gar keine Chance mehr hat, irgendwie zu reagieren, sondern nur noch aus dem querstehenden Auto oder querstehenden Kart aussteigen kann. Wenn man die Strecke so gar nicht kennt, dann wird es auch nicht leichter. Aber wir probieren es mal. So, 5. von 6. Fühlt sich immer so an, als ob das Kart in den Kurven steht. Rausfinden, welchen Platz wir machen müssen, um überhaupt gewertet zu werden. Also meine Verfolger sind noch hinter mir.
Sonst wären es ja keine Verfolger. Aber es ist ja mal schön zu wissen, dass man Leute hinter sich hat und nicht nur vor sich. Also nach hinten gucken, da sind nicht mehr sehr weit weg. Stellt sich das Kartenbrustgefühl, stellt sich komplett quer. Jetzt Vollgas, noch habe ich sie hinter mir, mal schauen. Ja, aber nicht, wenn ich in die Wand fahre. Das ist jetzt, glaube ich, wieder. Nein, es ist. Jetzt sind wir wieder auf dem Vollgas-Trip. Die Strecke geht eigentlich voll, wenn man. Ach, Mist, wenn man nicht in die Wand fährt. Sorry, Kumpel. Ja, man muss auch mal zwischendurch den Kollegen abschießen dürfen. Das ist nicht die feine englische Art, aber wir fahren ja auch nicht in England. So. Ich stelle mit Bedauern fest, Kartfahren ist nicht meine Disziplin. Achter Platz. Wäre immer noch eine Verbesserung. Jetzt immer nur 10. Plätze und Ausfälle und ein Verfolger, zwei Verfolger sind noch hinter mir, waren noch hinter mir. Ja, das ist dann wieder, die Gruppe ist nicht meine. Ja, das fühlt sich an, als ob sie es gerade querstellen. Genau das tut es auch. Gott sei Dank sind die Jungs hinter mir schlauer als ich und fahren mir nicht ins Auto. Jetzt wieder die Vollgasstrecke, wenn man die Kurve richtig erwischen muss, weil man sonst wieder in die Wand rauscht. Ein weiterer Dreher. Nein, nicht übers. Das wird es dann gewesen sein mit dem Platz, würde ich mal tippen. Ist der Kollege hinter mir? Jetzt hat mein Kart keine Lust mehr. 9. Platz. Und wieder raus. Das ist nicht meine Strecke. Hinten kommt nichts mehr. 4 von 5 Runden. Hui. Also der Schlupf an der Hinterachse, das ist echt nicht so einfach zu kontrollieren, das Ding. Der rutscht hier durch die Gegend. Vielleicht soll ich nochmal wieder richtig Kart fahren gehen. Das könnte vielleicht auch helfen. Come on! Jetzt komm, jetzt die Kurve richtig. Komm. Hier. Und. Wieder gedreht. Shit. Dann freut man sich mal für 10 Sekunden, dass es klappt. Und dann ist es schon wieder vorbei. So, und weiter. Glaube ich, noch mal anschauen muss, ist in jedem Fall der Winkel meines Monitors, ob ich da nicht mehr kriege, dass ich immer ein bisschen mehr zur Seite gucken kann, damit ich mehr sehe von den Kurven, wie sie laufen. Ach, nee. Und wieder mal Restart Session. Eine noch und dann ist Schluss für heute. So, ein weiterer Versuch jetzt in Dubai. Und los geht's. Bis jetzt hat hier nichts geklappt. Nicht. So.
aktuell bin ich noch auf dem dritten Rang. Ich denke mal, das wird nicht mehr lange dauern, dann bin ich da wieder runter. Irgendwo schaffe ich doch garantiert Dreher. Komm. Geht doch. Das ist diese Vollgaskurve hier. Oh, ich gerne in die Wand fahre, aber jetzt nicht. Rad dreht sich so schnell, ist wieder einer überholt. Mist. Upsa. Und Platz 5, juhu. Aber ich habe noch was hinter mir, also. Spitzkehre, nicht so spitz nicht. Na komm, weg da. Platz 6. Also selbst dieses über die Curbs fahren ist mit den Dingern so gefährlich. Zwei von fünf Runden, na super. Da stellt sich gerade. Ja, bist du weg? Ich will dich nicht vor mir herschieben. Ja, das ist auch mal ganz nett. Also das schauen wir mal von außen an. Sieht doch super aus. So, jetzt aber. Also ich dafür keine Strafe kriege, ist mir ein absolutes Rätsel. Und vielleicht dafür. Race Control, 29 seconds to return to position 10. Also ich darf meinen Kollegen vorbeilassen, damit ist das Rennen gelaufen. Wo ist denn der? Da hinten. Komm, fahr vorbei. So, der ist vorbei. Ja, aber die Strafe, die dann kommen würde, wäre eine Durchfahrtsstrafe durch die Box und das macht gar keinen Sinn. Da kann man sich dann lieber damit abfinden, dass man hinterher fährt. Ich bin ja schließlich vorher auch davon gekommen mit meiner bösen Rempelaktion. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, da ist das gleiche Spiel. Über die Curbs in der Kurve, weg ist der Hintern. Keine Chance, das Ding einzufangen. So. Upsa. Abkürzung. Jedes Mal fertig. Jedes Mal von neuem bleibe ich da stehen. Ich glaube, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt. Was mich tatsächlich hier irritiert bei diesen Simulationen, ist, dass ich den Kopf nicht so drehen kann, wie ich es im Auto tue. Das heißt, ich sehe nicht ins Kurveninnere, wenn ich fahre oder beziehungsweise an den Kurvenausgang und habe dadurch so irgendwie kein Gefühl dafür, wo ich hin muss. Das stört mich tatsächlich. Ich werde jetzt sehr schnell, glaube ich, diese Virtual Reality Einheit stellen, um zu schauen, ob das dann vorbei ist. Denn ich glaube, dann macht das Fahren einfach viel mehr Spaß. Ja, es hört sich alles nach Ausreden an. Es sind wahrscheinlich auch welche, aber es ist so wie hier. Ich sehe halt überhaupt nicht, wo das weitergeht. Ich sehe nur, da ist eine Kurve. Könnte mir aber vorstellen, dass man mit der virtuellen Brille einfach eben den Kopf dreht und eher sieht, wo es hingeht. So wie jetzt hier auch. Ich kann eben den Ausgang der Kurve nicht sehen und damit den Lenkeinschlag auch nicht entsprechend anpassen, wenn ich die Strecke nicht auswendig kenne. Und damit ist man einfach immer so ein bisschen, so wie hier auch wieder, zu viel oder zu wenig dabei. Ich sehe zwar oben rechts die Vorschau der Strecke, aber das gleichzeitig noch in der Kurve umzusetzen, wie viel Grad da jetzt noch übrig sind, das ist dann mit dem Blick, mit der Blickveränderung wesentlich leichter. Das muss ich einfach ausprobieren. Das würde mich wirklich interessieren, wie das geht, was das bringt. Denn dann würde ich jedem, der sich so ein Ding kauft, wenn es was nützt, nur dazu raten, das genau damit zu fahren. Es hilft einfach nichts. Ich kriege hier kein Gefühl in die Möhre. Also ich bin definitiv schneller unterwegs und besser unterwegs als bei meinem ersten Tag im Kart, aber die Lernkurve ist einfach nicht steil genug.
Ich probiere auf jeden Fall gleich noch mal kurz aus, inwieweit ich das Display ausdehnen kann, um einen breiteren Blickwinkel zu bekommen. Einfach mal, um vielleicht das Gefühl zu haben, dass ich mehr sehe. Auch dazu bitte unbedingt von euch Kommentare und Hinweise, denn wenn ihr mir sagt, ja, Blödmann macht das doch so, dann werde ich Blödmann das ausprobieren und werde euch sagen, was ich davon halte. Und vielleicht habt ihr ja genau die Lösung für meine Probleme hier, damit ich in Zukunft mehr Spaß habe beim Kartfahren und besser vorwärts kommen. Denn aktuell, muss ich sagen, überwiegt der Frust massiv. Also ich überlege, wie locker und mit wie viel Spaß ich wie mit zum Beispiel einem GT3-Fahrzeug fahre. Nicht auf der Strecke, aber grundsätzlich im Spiel. Da ist es einfach nochmal leichter. Und vielleicht habt ihr ja eine Idee, was ich anders tun sollte, außer hier das Kart querzustellen. So, letzte paar Kurven von dieser Runde. Ich sage schon mal danke, dass ihr da zugeschaut habt. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Trotzdem danke fürs Zuschauen, wenn ich jetzt gerade mal wieder auf dem Körb festsitze. Und bitte, bitte unterstützt mich und sagt mir, was ich anders machen muss, damit es hier vorwärts geht. Denn ansonsten verzweifle ich im Kart und werde irgendwann vielleicht doch aufgeben, was ich eigentlich nicht möchte. Eigentlich möchte ich ganz gerne weiterkommen. So, er hat wieder mal die Rand als Blockierung. Vielen Dank und hoffentlich bis bald. Euer Lars.